Hallo, Hallöle und herzlich willkommen hier zu Exersakt. Ja, Minecraft. Und zwar nicht alleine, sondern mit dabei ist der freundliche Herr aus der Hölle. Hallo, Lucifer. Hi, hi. Hi, hi, sagt er. Wow. Wo sind die denn? So. Ah, ja, ditte weg, ditte nochmal weg, ditte nochmal weg. Irgendwie wird mein Holz hier nicht reichen, sehe ich gerade, Luzi. Ich habe ein Problem mit Holz. Also von der einen Farbe zumindest. Ich brauche noch anderes farbiges Holz. Ah nee, ich habe doch noch Holz. Ich habe doch noch Holz da, Mann. Ich habe noch Holz da. Ich dachte, mein helles Holz gibt gerade den Geist auf. Aber nee, ist nicht. Ich habe noch helles Holz ohne Ende. Ja. Ist doch mal was schön, dass ich helles Holz habe. Und irgendwas soll ich jetzt mit diesem Raum anstellen. Ich werde mal gucken, was ich mit diesem Raum hier auf die Schnelligkeit zaubern kann. Ist jetzt sozusagen meine Kreativität gefragt. Ja, ich und Kreativität. Jetzt werden einige Leute sagen, du hast ja noch die Kreativität gehabt. Und andere Leute werden dann sagen, ja, der Wert, der hat Kreativität. Das hat er in Terraria schon ganz gut gelöst. Ja, wollen wir mal schauen, ob ich aus diesem Raum wirklich was gezaubert kriege oder ob ich hier sozusagen an meine Achillesferse komme oder mein Waterloo. Ha? Wollen wir mal schauen. So, wir ziehen zumindest erstmal hier oben so schick Holz ein. Das macht sich auch mal ganz schick, so Holz, Holz, Holz. Ah. Oh. Oh, jede Menge Holz hier, Rinne ja. Immerhin mit dem Holz. Eieieiei, wird das hier eine Menge Holz? Da soll man, eher sagen, man hat keine Holz vor der Hütten, wa, Luzi? Mhm. Das ist doch mal so eine Sache. So, das mit dem Holz klappt schon mal ganz gut. Das sieht schon mal ganz angenehm aus. Ich werde definitiv auch nochmal hier andere Holzelemente reinziehen. So, hinten halt gesagt, will ich ein Bad machen, wa? Na gesagt. Das heißt, das Bad will ich nicht allzu groß machen. Ich habe jetzt natürlich aber kein Wasser dabei. Ich bin ja super vorbereitet hier jetzt hier runtergegangen. War ja auch alles so richtig geplant gewesen jetzt gerade. So wie der ganze Tag heute geplant ist. Weil eigentlich hatte ich heute gar nicht vorgehabt, Minecraft aufzunehmen. Ich hatte zwar irgendwie vorgehabt, mal irgendwas dazu machen, aber ich habe nicht vorgehabt, das heute zu machen, weil eigentlich, ja, eigentlich spielen wir ja gar kein Minecraft, weil Luzi spielt ja kein Minecraft. Mhm. Ja, so ist das ja eigentlich. Wie, das ist ja so gekommen, Luzi, wie war das gewesen, Luzi? Ich spiele kein Minecraft? Mhm. Ja. Jetzt spielst du Minecraft übrigens, das weißt du, ja? Mhm. Ja, ich wollte nur mal darauf hinweisen. Nicht, dass da einer sagt, ja, ich habe hier irgendwie was verpasst. Ja. So, ich habe hier eine Badewanne. Hui, eine Badewanne. Schick, ich habe echt eine Badewanne gebaut. Ich habe eine Badewanne gebaut. Dann baue ich mir noch eine Toilette. Mal gucken, wie ich die baue. Toilette. Wie kann man eine Toilette bauen in Minecraft? Toilette. Hier so mit einem Rohr nach oben. Passt. Das gefällt mir noch nicht. Das gefällt mir noch nicht. Warum gefällt mir das nicht? Ah, hier, genau. Darum gefällt mir nicht. Ich will es weiß haben. Mit einem weißen Rohr nach oben. So, dann kommt hier die Toilette rein. Oben kommt nochmal ein Spülkasten. Weil ich weiß nicht, ob der Luzi hier nur Wasserdruck hier unten hat. Keine Ahnung. Okay, da haben wir die Toilette. Und, warte mal, ich drehe die Toilette mal. Die gefällt mir nicht. Ah! So natürlich nicht. Schubidu. So. Wo habe ich das Teil? Hier habe ich es, genau. So, eine Toilette, einmal das. Und dann brauche ich noch ein Handwaschbecken. Ein Handwaschbecken.
das machen wir hier mit. Ein Handwaschbecken, das ist zu hoch. Nein. Das ist zu hoch, das ist kein Handwaschbecken. Das muss ich wieder anders lösen, das muss ich so machen. Und da kommt die Druckplatte rauf und dann haben wir ein Handwaschbecken. Ist jetzt nicht das modernste Handwaschbecken, aber ja, soll zumindest ein Handwaschbecken darstellen. Gut, dann machen wir den nächsten Raum. Ich habe, glaube ich, auch eine Tür mitgenommen. Ja, habe ich mitgenommen. Ich sollte definitiv einmal das hier schließen. Dann haben wir hier schon mal eine Tür. Da geht's zum Bad. Und jetzt machen wir noch ein Schlafzimmer. Und da vorne ist Wohn- und Küche. Schlafzimmer kann ein bisschen kleiner sein. Ich glaube, wir nehmen halt mal das hier, das Holz hier. Das hier nochmal. Wobei wir können das Schlafzimmer und das andere ja verbunden machen. Das nennt man ja mal ein Verbündnis. Oder nicht? Oder doch? Nicht? Oder doch? Nee, da habe ich die Küchendüfte drin. Das ist, nee, das ist unangenehm. Schlafzimmer machen wir ein bisschen. Ist dieser Größe hier, genau. So, dann machen wir das auf die gleichen Abstände. Weil ich gerade doch ein bisschen fantasielos bin. Hoffe ich mal nicht, wirklich. Okay. Ah, wie, was macht man wirklich in so einem länglichen Raum? Das hat so ein bisschen U-Boot-Atmosphäre. Wobei das Bad gefällt, Murika, wäre so wieder fast lustig. Das ist irgendwie nett geworden. So. Schlafzimmer. So, wir machen. Ich habe jetzt kein Bett direkterweise dabei. Das heißt, ich werde hier nur so ein Schlafzimmer ein bisschen andeuten. So, dann machen wir hier so ein Seitenteil. Wir machen so ein Futonbett, so ein modernes. Ja, das ist Futonbett. Und auf der Seite, ich habe, wie viele Druckplatten habe ich denn eigentlich noch? Keine. Boah, ich bin hier echt adäquat vorbereitet, wie ich feststelle. Luzi, ich bin hier vorbereitet ohne Ende runtergegangen. Ha? Ja. Ja, hä? Wohl nicht, ne? Ja, ja, so. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich habe mal ein paar Druckplatten gemacht. Schauen wir mal, wie die wären. Druckplatten. Ja. Ja, mal schauen hier. Dann machen wir hier natürlich eine Ablage. Die machen wir mal hier hin. Und wir machen auch noch einen Schrank hin. Jetzt lasse ich richtig meine Fantasie spielen. Alter Falter. Und den mache ich dann so. Genau. So, einmal da, einmal da. Ja, dann haben wir hier so mal so eine Ablage. Macht sich immer ganz schick. Und auf der Ablage. Nee, dann lassen wir zu sein, genau. Ja, passt. Hier eine Leuchte, da eine Leuchte. Das ist ja voll die Leuchte hier. Machen wir mal das weg. Dann machen wir die Beleuchtungselemente weg. Oder machen wir doch noch eins hin. Ich weiß es nicht. Ja, machen wir so. Hier kann es ein bisschen heller sein. So freundlich. Hier machen wir düsterer. Genau, das ist ein Schlafzimmer. Da darf ruhig ein bisschen dunkler sein. Bad hat hier so ein bisschen diesen. Ich finde, dieses Bad hat irgendwie so ein Flair von so norwegische oder finnische Sauna. Das hat was. Okay. Ja, ja, das sieht ganz nett aus. So. Dann haben wir das. So, Wohnzimmer ist so. So, jetzt kommt hier ein Wohnzimmer. Da will ich definitiv wieder eine schöne kuschelige Sitzecke machen. Die Sitzecke, die lösen wir klassisch. So klassisch Minecraftig. So, da haben wir schon mal die Sitzelemente. Okay, haben wir. Und da kommt das hin, das kommt hin, das kommt, das kommt hin. Hier mache ich ein bisschen länglicher die Sitzecke. Gut, dann ziehen wir mal hier das hier ein. Voila, wie der Franzose sagt. Yes! Gut. Was brauchen wir hier noch im Wohnzimmer? Adäquate Tische. Mindestens einen erstmal.
Gut, passt's. Oh, ja. Ja, das mit den Tischen und so weiter kriege ich immer ganz gut hin. Ja, was mache ich noch? Jetzt muss ich mal überlegen. Das haben wir. Die Küchenzeile, ja, die sieht okay aus. Die könnte ich ja auch noch mal ein bisschen hier machen. Machen wir mal so hin. Da haben wir noch mal ein paar Druckplatten. Die klatschen wir mal hier ruf. Dann kommen wir hier noch an den... Da kommen wir noch ran. Das sieht okay aus. Eine Sache fehlt hier aber noch in der Küche. Das wäre... Das nennt sich Kühl- und Schrank. Das ist sogenannter Kühlschrank. Okay. Und der kommt hier hin. Da ist der Kühlschrank. Und ein Kühlschrank braucht natürlich auch ein Bedienelement. Ja, und da haben wir einen Knopf. Da kommt der Knopf ran. Und dann einmal, bäm, da haben wir hier einen Kühlschrank. Das ist auch immer ganz schnieke, wie wir Berliner so sagen. Und ja, eine Sache fehlt immer noch hier in ja, hier unten. Werbung. Werbung muss sein. Und die Werbung bringen wir... Ja, wo bringen wir den hier an? Die bringen wir hier an, genau. Bisschen Werbung. Werbung ist nie verkehrt. Ja. Free Place. So. Fertig. Jo. Da haben wir Werbung angebracht. Und wir wollen auch mal ein bisschen so, Kalender. Ein Kalender fehlt hier noch. In der Küche fehlt ein Kalender. Meistens macht man sowas über den Ofen. Ja, wie machen wir den? Der Montag, Dienstag, Mittwoch, Dönerstag. Dann kommt Freitag, Samstag, Sonntag und dann wieder Montag. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag. Irgendwas fehlt hier nicht so viel. Montag, Dienstag? Wieso hortet hier mit den Abstand hin? Donnerstag, Freitag, Samstag. Sieht irgendwie so breit aus. Ach, weil es 5 Dinger sind. Okay. Dann kommt da Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag. Gut, okay. Das muss erstmal reichen. Gut, sieht ein bisschen nach Kalender aus, kann man so machen. So, Beleuchtungselemente, lasse ich die so hier stehen, wie sie stehen, oder sage ich, nee. Wir machen mal ein Beleuchtungselement hier über die Tür, um das beizubehalten. Dann kommt mein typisches Beleuchtungselement auf dieses Eckteil rauf, dann sparen wir uns die hier schon mal. Dann machen wir ein Beleuchtungselement über die Werbung. Ein Beleuchtungselement über den Kühlschrank. Okay, haben wir auch. Ein über den Kalender und ein über der Arbeitsplatte. Jo, kann man so lassen. Ja, ich würde mal sagen, die Wohnung ist eingerichtet, Luzi. Okay. Kannst du dir angucken, wenn du willst. Keine Ahnung, ob dir dabei übel wird oder so. Ich weiß es nicht. Ich hoffe eher nicht. Ich sehe gerade, dass ich hier noch ein bisschen Holz hatte. Okay. Und dann machen wir das Andesit rein. Das sieht da nicht so auffällig aus. Ja, okay. Schick. Gut. Okay, Xos. Ja. Das nächste Stockwerk ist gleich fertig. Ich werde aber jetzt nicht Stockwerk nach Stockwerk einrichten. Du darfst auch mal ein Stockwerk einrichten, ne? Nee, das ist ja für dich. Ich mach mir meine. Ach du Schande, du hast einen Enderman hier unten drin. Wo? Oh, ich kill den gerade. Juhu, eine Enderperle. Ich hab wieder eine Enderperle. Ja, yeah, ich hab eine Enderperle. Von der Norge ist genug. Du hast Enderperlen genug? Wo hast denn du die her, bitte? Von Kämpfer? Du hast Enderperlen. Ach, was weiß ich, irgendwas habe ich dir genau jedes Mal gesammelt.
Ich habe gerade erst zwei Enderperlen und Ender, die darfst du zum Beispiel nicht in die Augen gucken beim Bekämpfen. Käse. Nee, Ender. So, hier ist das ganze Zeug gewesen. Holz, 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 Holz. Alles Holzbauelemente, die kommen erstmal wieder hier rein. Wenn ich fertig bin mit deiner alle zwei Etage, dann, dann kann ich dich hier austoben. Oh, austoben, Ecke, oh Gott. Wünsch dir das lieber nicht, Luzi. Du kriegst manchmal mehr, als der lieb ist. Das ist ja dein Bier. Ich mach, so. Ja, ich mach dir ja nur die Räumlichkeiten von dir. Ja, ich hoffe, dass die nächsten, sagen wir mal, Räume werden. Also nicht so Schlauchdinger, ne? Weil... Das wäre genauso wie WU0A. Ach, du machst 1 zu 1 alles? Ja. Ach du Schande. Dann kann man 1 zu 1 einrichten, weil ich weiß echt nicht, was ich uns immer mit so einem U-Boot mache. So, ich mache jedenfalls erstmal wieder Farmarama. Da mal wieder Material haben. Ja. So. Also, ich glaube, ich habe da noch eine Idee fürs. Für den mittleren Stock. Ah, mal eine andere Räumlichkeit aufbauen, ja? Ja, ich mache das, mach das breiter. Mhm. Und was natürlich gut wäre, dass du nicht zu tief baust oder so. Weil je tiefer du baust, umso weniger reicht das Licht auf Reichweite, weißt du? Okay. Ah? Ja, wegen Druck. Ja, wegen Druck. Meinst du den Luftdruck oder was? Ja. Und deshalb keine reicht Ahnung, das. Ob sie sowas eingebaut haben. Nee, die haben eine andere Begründung. Du hast, wenn du ganz weit in Minecraft runterbuddelst, hast du sogenannte Bedrock. Das sind so unzerstörbare Blöcke. Und die ziehen das Licht weg. Okay. Ja, und je näher du runterkommst, umso schwächer wird halt die Impedanz deiner Lichtquellen. Klingt seltsam, aber ist so. Ja. Oh, jetzt mache ich wieder eine Menge Korn hier, Luzi. Korn ohne Ende. Okay, du machst Korn. Hm? Korn, 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 Korn. So, dann gehe ich mal kurz die Räumlichkeiten da mal angucken. Uiuiuiui, die Räumlichkeiten angucken. Lieber mal, ne. Ja. Oh Gott. Und dein ganz hinterer Raum, was ist da? Das ist das Badezimmer, das hinterste. Achso. Brauchst du noch Wasser, ne? Nein. Dazu müsste ich es anders machen. Dazu müsste ich Sand zu Sandstein machen. Und ich, jetzt wird's dunkel. Oh, Luzi, ab in der Falle. Muss ich doch gar nicht. Doch. Hm. Ich bin hier oben, ich mach gerade Landwirtschaft. Hab sozusagen ein landwirtschaftliches Projekt am Laufen. Ich sehe gerade was ganz Brutales. Wir haben 2:30. Weißt du, was bedeutet? Ich mache jetzt das landwirtschaftliche Projekt erstmal zu Ende gleich. Ja. Und dann werden wir zusehen, dass wir bald sozusagen ja die Aufnahmesession für heute zumindest beenden. Ja. 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 Damit wir beide sozusagen mal in die RL-Falle dann gehen, ne? Also, aber getrennt, also, naja, ist auch kein Wunder, du bist ja in der Pfalz. So. Okay, ich mach gerade die Schafe scharf. Oh, der macht die Schafe scharf. Und wie scharf? Ja, mir bin ich nicht. Naja, ich merke aber bei meiner Stimme langsam, die wird immer anstrengender. Ja, Aufnahme, das ist was anderes. Naja, aber
So, okay. Oh ja. So, okay. Schafe sind scharf. Wir haben jede Menge Nachwuchsschafe. Klingt ja nicht schlecht, wa? Nachwuchsschafe ist so ein bisschen nett. Ja. Ja. Jetzt mache ich dir noch Brot. Oh, er macht Brot. Wow, 26 Brote. Zu denen, die wir sowieso schon haben. Das heißt, wir haben jetzt 43 Brote. Luzi. Ist doch gut. Ja, habe ich auch gedacht. So, und bei der nächsten Aufnahmesession, da weiß ich, da werde ich nochmal versuchen, Hühner zu finden. Weil ich will den Hühnerstall füllen. Okay. Ja, weil damit wir endlich mal Hühner haben. Warte mal, brauche ich nochmal ein Korn? Korn, Korn, Weizenkörner. Ja. Ich schon mal eine Pfoten habe, damit ich jetzt nicht vergesse, was ich vorhatte. Ja? Manchmal bin ich ja ein bisschen vergesslich. Ja, jetzt wollen wir mal gucken, was wir hier überhaupt erreicht hatten. Also, was haben wir hier gemacht hier? Wir haben einmal hier die scharfen Schafe gemacht. Hier sind die scharfen Schafe. So. Wow, die Textur gefällt mir wirklich gut. Die hat hier so richtig Nägel drin. Okay. Dann hatte ich hier unten... Das haben wir uns nicht so oft angeguckt. Den Opferaltar für die Jungfrauen gemacht. Das ist der hier. Ich weiß ja nicht, ob Luzi den sich schon angeguckt hatte. Keine Ahnung. Der hat sich noch gar nicht den Opferaltar angeguckt. Schade. Ey, guck mal, was ich gebaut habe. Mensch, da habe ich Zeit zum Gucken gerade. Naja, ab und zu muss man mal kicken. So, das hier ist der Hühnerstall. Der noch irgendwie unbelegt ist. Es wird aber demnächst kommen irgendwann, hoffe ich. Ja, hoffe ich wirklich. So, und dann geht's hier so schön hoch. Hier haben wir unsere Weizenfarm. Macht sich ganz schön. Hier draußen ist die Schmuddelkiste, da draußen ist ein schwarzes Schaf. Ja. Gut, und hier geht's dann in die Hütte rein. Ich mach mal die Türe zu. Hier ist alles was Übliche, was man hat. Hier ist einmal ein Schlafzimmer meiner einer und hier ist theoretischerweise auch das von Luzi, aber Luzi ist ausgezogen, der wohnt jetzt unterirdisch. Ja, hier geht's dann in die erste Etage, hier hat man so ein schönes Wohnzimmer. Joa, draußen am Balkon, ich muss mal Leute mal hier ein bisschen zeigen, die später mal zugeschaltet haben. Hier so ist der Balkon, da kann man so schon mal rausgucken, hier ist noch einiges vorbereitet, ich habe hier unten auch einiges vor. Ich verrate aber noch nicht was. Da drüben habe ich auch was vor. Und hier habe ich auch noch was vor. Ich hatte da eigentlich was anderes vorgehabt, aber ich muss was anderes da machen. Dort kommt dann die ganze Schafsherde hin. Das ist jetzt der neue Plan. Können wir sehen, wenn ich einen Umzug mache. Ja, dann gehen wir nochmal ganz nach oben. Schubidu. Okay. Gucken wir mal erstmal hinten raus. Ja, hier haben wir... Ja, der Dachgeschoss. Schicket Örtchen hier eigentlich. Hier müssen wir irgendwann mal hier dann auch solche Dinger hier reinmachen. Teppiche, genau. Hier oben haben wir so schön mit Dachgiebel und so ein Zeug eingezogen. So schöne netten optischen Elemente. Und dann haben wir hier nochmal den anderen Blick, der nach vorne rausgeht. Ja, kann man so machen. Eigentlich ganz nett, muss ich mal sagen. Ja, Luzi, was denkst du darüber? Super. Super. So, damit ich nicht ganz vergesse, was ich da hinten machen wollte, guck mal nach, ob ich Zaunelemente habe. 52 Zaunelemente. Ich werde mal so diesen Zaun für die Schafe hinten mal schon mal so vorbauen. Damit die Schafe ganz genau wissen, was ich mit denen vorhatte. Aber ein bisschen weiter hinten, weil sonst wird das mir ja so laut. Ja, bis hier ungefähr. Dann mal schon mal diesen Zaun hier einziehen. Ein paar Minuten haben wir noch. So.
Ja, das schwarze Schaf tingelt schon mal da draußen rum. Hoppala. Bam. Gut. Es wird aber hier gerade sehr groß. Ist schon fast zu groß, was ich hier baue. Ja, also muss ich noch ein bisschen kleiner machen nochmal. Das ist viel zu viel eigentlich. So ungefähr die Größe ist es okay. Und dann müssen wir hier nochmal ein bisschen wegmachen. Das ist ja Wahnsinn hier, was ich hier baue. Ja, hält ja keiner aus. Ha? Bäm. Bäm. So, alles schön hier wegräumen. So wie das sein muss. Ja. So, ich werde nach Möglichkeit offscreen nichts Neues bauen. Ich werde das so halten, dass ich immer onscreen baue, auch solche langen Dinge bringe. Wenn ich zum Beispiel hier mal komplette Planes ziehe. Hier geht noch ein bisschen. Okay. Gut. Jetzt wollen wir erstmal hier die Schafskoppel. Mann. Das ist immer so eine fummelige Sache manchmal. So, okay. Gut. So kann man das machen. Gut, okay. Da gehen wir tatsächlich die Dinger aus. Gucken wir mal, ob ich mal schnell noch welche bauen kann. Ob ich genug Material habe. Ich weiß es gerade nicht. Es sieht sogar gut aus. Jetzt weiß ich nicht wieder, ob es außen oder innen war. Ich vergesse das immer. Ich hoffe mal, dass die außen waren. Jetzt habe ich wieder mit Süßspeisen gehandelt. Ja, das waren sie. Eichenzaun. 33 Stück nochmal. Hoppala. Meist ich gerade vor Freude welche weg. So. Ja, und in der nächsten Folge machen wir den Umzug und dann machen wir Hühnerfarmen. Genau, dann wollten wir Hühner suchen auch noch. Also ist ja doch noch einiges zu machen. Musst du einen Umzug? Jojo. Immer so einiges vor. Aber ich glaube, ich kann hier noch gar nicht die Schafe einziehen lassen. Weil ich muss ja noch die zweite Etage an Zaun hochziehen. Damit die ja nicht wieder raushopsen. Ja. Sehe ich ja gerade wieder das Problem. Ah, da reichen die Elemente wieder nicht. Aber, naja, der Gröbste haben wir schon durch. Das ist schon mal ganz gut. Ja. Gut, so können wir das machen. Ja, so wird es dann hier auch so entstehen. Ah, so halb ist schon fertig. Schon mal sehr schön. Du jetzt schon Penne gehen, oder was? Ja, genau. So, ich wünsche allen auf alle Fälle nochmal einen schönen Abend, schönen Tag, schöne Nacht, auch wie immer. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn der Luzi und ich hier ja, in der großen Minecraft-Welt rumbauen, rumbasteln, rumtun. Ja, ciao, ciao und bye, bye. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.